Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe letztens ein Video von mir entdeckt. Das war Anfang 2018 und wir sind ja jetzt Anfang 2019. Passend dazu, das Video hieß, oh mein Gott, wie hieß das Video? Alle Seiten, die ich verwende, also Maps, Scanner, IB-Rechner und vieles mehr, also wirklich alles, was ich verwendet habe. Ich habe da so reingeschaut und die meisten Sachen links sind einfach veraltet, verwende ich so gar nicht mehr. Dementsprechend heute mal ein Update, ein neues Video. Alles, was ich verwende, Maps, Scanner, all dies, das in diesem Video. Wir gehen erstmal die ganzen Links hier durch und schauen, ob ich das noch verwende. Und wenn nicht, dann, was verwende ich jetzt momentan alternativ stattdessen? Reddit, Silk Road. Verwende ich immer noch. Ist eigentlich einfach so eine Art Forum. Und da werden verschiedene Sachen gepostet. Manchmal neue Theorien, manchmal einfach nur irgendwelche Bugs, manchmal echt alles rund um Pokémon Go. Da gibt es noch viele, viele Unterforen. Also Reddit an sich ist schon echt eine krasse Sache. Zum Beispiel, wenn irgendein neues Event anfängt, dann werden da direkt gepostet. Jo, ich habe diese Quest gesehen, ich habe diese Quest gesehen, ich habe diesen Raid gesehen. Wie ist das? Das Shiny. Also alle Infos, alle neuen Sachen kommen immer da rein in die ganzen Threads von Reddit. Und auch diese ganzen neuen Theorien und so. Jetzt zum Beispiel das mit dem Trick und dem Rocket Bossen weglaufen, nach 90 Minuten wiederkommen und sowas. Das wurde auch zuerst auf Reddit gepostet. Grüße gehen raus an einen Zuschauer. Name ist mir leider entfallen. Der hat mir den Link zuerst geschickt. Da wurde das zum ersten Mal erwähnt. Und dann auch das mit dem gleichzeitig Verschicken der X-Ray-Einladung. Also all diese ganze Zeitkrieg und sowas, das kommt alles von Reddit und den ganzen Leuten, die das da ausprobieren und so weiter und so fort. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann als nächstes haben wir Pokéfans Online. Das ist so eine Nachrichtenseite bezüglich Pokémon Go. Dementsprechend der Name Pokéfans. Aber ich glaube, die hatten auch noch andere Spiele gecovert. Auf jeden Fall Harry Potter Go auch. Und ich glaube auch Walking Dead und Ghostbusters Go und sowas. Muss ich ehrlich sagen, verwende ich heutzutage gar nicht mehr. Da schaue ich absolut null rein. Die einzige Nachrichtenseite, wo ich noch reinschaue, keine Werbung, ist mein MMO. Grüße gehen raus an Noah. Das ist ein Autor dort, der schreibt eigentlich 90% der Artikel, glaube ich. Und ist recht aktiv, jeden Tag ein, zwei Artikel. Auch verrückte Themen. Manche Themen kommen nicht so gut an, aber mir gefällt's. Und ich kenne den Kollegen auch und hoffe, ich demnächst mal Glücksfreunde. Dann haben wir noch eine Seite, und zwar Pokémon Go Hub. Die machen schon qualitativ sehr gute Sachen. Aber da habe ich schon ewig nicht mehr reingeschaut. Irgendwas verpassen oder vermissen tue ich nicht wirklich. Also können wir sagen, die Seite ist eigentlich ziemlich unnötig. Dann Gym Hunter. Damit konnte man damals Arenen scannen und dann schauen, wo was gelb ist so zum Beispiel oder wer wo drin sitzt. Wir haben jetzt auch unsere eigene Map für München wieder. Und da kann man auch Arenen abchecken. Da kann man eigentlich alles machen, aber ist irgendwie ein bisschen, wie nennt man das? Zu komprimiert auf einem. Deswegen, hier kann man auch zum Beispiel Quests abchecken, aber für Quests habe ich noch eine eigene separate Seite, weil, weiß nicht, gefällt mir irgendwie so besser. Ist einfach zu voll dann. Auf der Seite kann man echt alles machen eigentlich. Du siehst die Arenen, du siehst sogar Rocket Stops, du siehst, Link ist unten in der Beschreibung natürlich zu allen Sachen, die ich erwähne. Du siehst die Arenen, das ist interessant zum Beispiel. Die Arena gibt es leider nicht mehr. Die hatte ich sogar gerade versucht auf Gold zu bekommen, also ist in meinem Gebiet eigentlich. Die ist verschwunden. Letztes Update, 4.1. Also dementsprechend sieht man auch hier, wann die letzte Veränderung an der Arena war. Das heißt, wenn jemand wurde angegriffen oder jemand hat sich reingestellt oder sowas. Und das letzte Mal, wann es gescannt wurde, also wie aktuell ist sowas. Und die hier eben, 4.1. leider. Seitdem gibt es die Arena nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist halt eine München interne Map. Bringt euch nicht wirklich viel. Dazu kommt vielleicht nochmal ein Video, um einfach die Map zu supporten und da nochmal alles zu zeigen, was die genau kann. Aber die kann echt alles. Und hier Rocket Stops, Giovanni sieht man, die Quest kann man sehen, filtern, auch Pokémon Spawns, Arenen, wirklich alles. Das dementsprechend brauche ich natürlich keinen Gym Hunter mehr. Ich weiß nicht mal mehr, ob Gym Hunter funktioniert. Dann der nächste Punkt, die nächste Seite war Poke Battler. An sich ist immer noch eine sehr gute Seite und viele verwenden das immer noch. Ich persönlich habe das schon länger nicht mehr verwendet, weil damals hatte ich noch drei Raids und so gemacht, solo. Hatte dadurch die Information gebraucht. Also das ist so eine Art Raid-Simulator. Und dann könnt ihr eure eigenen Teams eingeben und dies da schauen, was der Min-Versuch, wie viele Pokémon braucht ihr, was für Pokémon braucht ihr, DPS, was sind die besten Konter und so, all diese Statistik-Zeugs und sowas. Aber mittlerweile läuft das halt bei mir nicht mehr so. Ich gehe zur Raid-Stunde, mache da mit 20, 30 Leuten Raid oder mehrere Raids und das war's. Raid-Gruppe bin ich unterwegs. Solo-Raids mache ich eigentlich keine mehr, außer die, die ich halt kenne. Also Alola Gaichu weiß ich ja, schaffe ich immer und sowas. Deswegen, Seite ist immer noch gut, auch für viele interessant, aber ich persönlich habe die schon ewig nicht mehr verwendet. Battle Calculator, oh mein Gott. Damit konnte man früher die Arenen scannen, also deinen Arena-Orden und schauen, wie viele Verteidigungsstunden, also wie viel du noch brauchst, um die Arena auf Gold zu bekommen.
Mittlerweile verwende ich dafür eine App. Und zwar ist es Poke-Kalki, glaube ich. Also Kalki e.V. Genau, Kalki e.V. Habe ich Kalki e.V. hier erwähnt? Nee, habe ich nicht. Mit Kalki e.V., das ist eine App für Android. Und mittlerweile, glaube ich, auch iOS, aber bin ich mir nicht sicher. Damit kann man einfach die Arenen scannen, klickst drauf und dann siehst du den Fortschritt. Dann siehst du wirklich alles. Wie oft musst du noch kämpfen, wie viele Punkte fehlen, wie oft reinsetzen, wie viele Raids machen. Gefällt mir sehr gut. Battle Calculator ist, glaube ich, auch down, also die Seite gibt es nicht mal mehr. Dann Poke Assistant. IV-Rechner. Brauchen wir nicht mehr, denn Niantic hat ja was eingeführt. Dadurch kann man die IVs direkt sehen. Pokémon Go Game Quest ist die nächste Seite. Und da schaue ich immer nach bezüglich dem besten Moveset. Mache ich immer noch. Ich habe schon länger nicht mehr reingeschaut. Also ich mache das immer so. Ich schaue irgendwann einmal alle 6 Monate rein oder so. Dann habe ich ja in der Zwischenzeit eine Menge TMs gesammelt. Und baller die. Gehe einfach den Pokédex durch. Und da mit Game Press. Und dann gebe ich jedem Pokémon das perfekte Moveset. Perfekte Moveset. Kommt ja immer drauf an, was man damit macht. Wenn man jetzt Raids macht oder PvP oder so, ist ja was ganz anderes. Gibt es bestimmt bessere Seiten. Mittlerweile vor allem für PvP. Damals war ja... Digga, das war vor 2 Jahren. Aber zwar das mit dem Moves ist noch nicht so wichtig. Dann haben wir Pokémon Muck. Ist natürlich schon lange nicht mehr aktiv. Map ist vor kurzem erst zurückgekommen und wie gesagt, das ist die Map, die wir verwenden. Habe ich gerade alles drüber erzählt. Das hat natürlich Pokémon Muck nicht ersetzt, weil Pokémon Muck ist gestorben und dann gab es eine lange Zeit Pause und dann kam die erst wieder zurück. Und was haben wir dann noch? Go Map. Das war eine allgemeine Map für ganz Deutschland. Das war recht nett für alle, die halt nichts Spezielles hatten. Gab eine Menge Probleme, eine Menge Wirrwarr, dies, das, bezüglich dem Map-Betreiber, aber die Zeiten sind vorbei und das waren auch alle Seiten, die ich damals verwendet hatte. Was verwende ich heutzutage noch? Extra Book of Quests. Link ist in der Beschreibung, dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht. Da werden alle Quests eingetragen. Das ist deutschlandweit, aber, also für eure Stadt, muss irgendjemand das eintragen. Entweder Bot oder manuell. Es ist halt dieselbe Seite für alle, Book of Quests. Wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und dann sieht man, also hier ist zum Beispiel nichts, weil da trägt niemand was ein. Das ist irgend so ein Landgebiet. Aber wenn ich da zum Beispiel dann in die nächstgrößere Stadt gehe, genau, müsste es eingetragen sein. Zum Beispiel hier, ich bin nach Frankfurt gegangen. Ja, das ist städteübergreifend, aber wie gesagt, funktioniert halt nur, wenn auch jemand das einträgt. Weil diese Infos werden nicht von, sage ich immer wieder, nicht von irgendwelchen zaubernden Elfen magisch hier eingetragen. Wenn sich niemand bei euch drum kümmert, ja, dann woher soll diese Information kommen, was in welchem Stop ist? Entweder ein Bot scannt das ganze Gebiet und gibt Bescheid, oder man kann es manuell melden, weil das ist auch mit Telegram verbunden und dann kann man einfach über Telegram kurz einfach melden, hey, diese Quest ist hier und da und dies und das. Für die ganzen Leute, die immer fragen, hey, ich verwende Book of Quest, aber wieso wird bei mir nichts angezeigt? Weil sich niemand drum kümmert und nichts einfällt. Dann haben wir auch noch eine Raid Map für München. Das ist einfach der MyPogo-Bot. Der meldet alle Raids und dann in den ganzen Raid-Channel kann man sich eintragen. Oder eben auf der Map, das ist einfach dasselbe. Nur einmal in Chatform und einmal in Mapform, aber das ist alles verbunden und genau dasselbe. Ob ich mich jetzt hier eintrage im Raid oder hier, das ist genau dasselbe. Und auch das ist städteübergreifend und auch da müssen die Informationen von irgendwo gefüttert werden. Wenn ihr jetzt sagt, yo, in meiner Stadt wird nichts angezeigt, weil sich niemand darum kümmert. Aber die haben sich schon ein Netzwerk aufgebaut und eigentlich jede Stadt hat das hier. Und München ist ein Spätzünder und wir haben das sehr, sehr spät bekommen. Ansonsten, was ich noch so verwende, Discord, das ist einfach nur eine App, also damals, bevor wir Telegram genutzt hatten, München hatte versucht, sich auf Discord umzusiedeln. Und momentan ist ein Stadtgebiet eigentlich nur noch aktiv auf Discord und das ist Schwabing. Also falls ich irgendwelche Raids in Schwabing machen will, dann auf Discord. Und in Discord gibt es halt mehrere Channel, so Chats. Da gibt es einen für Nester in München, da gibt es so eine Liste, da wird immer eingetragen, welche Nester gerade aktiv sind in München. Und das ist irgendwie nur auf Discord, also momentan verwende ich Discord nur, um einmal da reinzuschauen für die Liste an Nestern, was es momentan gibt. Das könnte man übrigens, Murat, falls du da zuschaust, das könnte man eigentlich übertragen und da ins Nachschlagwerk ab und zu mal posten. Weil sonst verwende ich Discord eigentlich überhaupt nicht. Andere Apps, die ich noch verwende, Go Ranger. Die App habe ich auch mal vorgestellt. Das ist so ein schlaues Taschenbuch mit allem. Hier seht ihr einfach wirklich alles. Raids könnt ihr draufklicken. Da seht ihr alle Raids, die es jemals gab und auch die perfekten IV und sowas. Das hat verschiedene Funktionen, also hier auch Eier, alles was es in den Eiern gibt und auch die perfekten WP und sowas. Wirklich hier so Buddies, wie viele Kilometer braucht ein Buddy. Das ist so ein schlaues Taschenbuch für diese ganzen Pfadfinder und so. Aber wofür ich das eigentlich verwende, und auch hier ist es so eine Art Terminkalender,
mit den ganzen Events, welches Event läuft momentan, wie lange läuft es noch, was kommt als nächstes. Aber wofür ich das verwende, sind Checklisten. Da habe ich mir meine Checklisten aufgebaut und ihr kennt meine Checklisten. Ich brauche noch 87 Pokémon auf Max, brauche noch 55 Hunderter und 73 Shiny Luckys. Das sind so meine drei Listen. Die habe ich hier auf GoRanger gespeichert. Finde ich eine nette Sache. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, die Listen natürlich zu speichern. Manche haben einfach nur Notizen offen, manche haben ein Google-Dokument, manche haben eine Excel-Tabelle. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich finde das recht praktisch. Dann zum Schluss, was ich noch sehr oft verwende, was damals nicht so in war, sind Infografiken. Da gibt es zum Beispiel League Duck, Couple of Gamings, Grüße gehen raus. Wir können übrigens demnächst aufsteigen. Sind ein paar Deutsche, die findet man auf Facebook, Twitter und vor allem Instagram. Shiny Instinct und Orange Heart und noch ein Kollege, irgendwas mit Kuchen. Boah, Shoutout an den Kollegen. Guide Cake auf Twitter, der macht auch gute Infografiken. Die sind echt gut, alle News im Überblick und man sieht echt alles. Zusammenfassungen, was alles kommt von den Events und nochmal zum Beispiel bei den Raids, was ein 100 ist, die guten Konter und sowas. Also die Infografiken sind Gold wert. Und apropos, hier gibt es noch was und zwar gibt es einen Telegram-Channel von DHPGO News oder wie auch immer die sich nennen. Link ist auch unten in der Beschreibung. Da sind auch schon 34.000 Leute abonniert. Und da kommen dann einfach irgendwelche Neuigkeiten rein, zum Beispiel Lavados. Hier nochmal eine Raid-Infografik. Also sehr, sehr praktisch. Auch nochmal so Erinnerungen, yo, morgen Event endet oder morgen Raid-Stunde oder morgen Adventure Sync Belohnung und sowas. Also sehr, sehr praktisch. Es ist einfach so ein Nachrichten-Channel. Ihr könnt nichts reinschreiben. Es kommen einfach nur Neuigkeiten rein. Das waren so alle Sachen, die ich momentan verwende bezüglich Pokémon Go. Ich hoffe, die Sachen können euch weiterhelfen. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.